Habe ich es wirklich geschafft? Ja! Ja! Wie geil ist das dann? Es geht doch. Mit genügend Wille, Anlauf und einem Haufen Bier geht alles. So, jetzt wollen wir erstmal hier rüber. Feuer frei! Ja, was ist das denn? Autsch. Hä? 9? Wieso hat einer eine 9 in den Boden gerammt? Oder gekritzelt vielmehr. Was steht denn hier? Those floating stones. What were they? I'm not sure. If only Maddie had come with me, maybe she could have translated the scripture on them. But Dad, didn't you learn some of their letters? Well, I had realized that each one of their letters represented one of ours. Maybe I could remember the writings that Maddie read to me in the chasms. Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Also mal gucken, wo ich jetzt lang hier drüben sieht. Ziemlich bekannt aus. Wo? Ja, nein, doch, vielleicht. Nein. Gut, verfehlt. Wo muss ich jetzt hin? Hier oben, das ist ja schon mal ziemlich offensichtlich, würde ich mal schätzen. So, mal absteigen. So. Wie muss ich jetzt springen, fliegen, wie auch immer? Hatten die Kristalle? Ne, die haben ja nur geleuchtet, wenn ich an die dran bin. Ich muss irgendwie da hoch. Ich probiere jetzt einfach mal. Aha! Aha! Habt ihr es gesehen? Meine Schussenergie hat sich wieder aufgeladen. Komm. Probieren wir es einfach mal. Zack, seht ihr? Und zack. Der lädt sich tatsächlich auf dadurch. Alle hopp. Tatsächlich, wird er mehr. Ah, da muss man jetzt auch mal erstmal drauf kommen. Deshalb wäre das vorhin wahrscheinlich auch wesentlich einfacher gewesen, wenn ich nicht runtergefallen wäre. Ach, Menno, Menno, Menno. Aber jetzt wissen wir schon mal, was los ist, wie das Ganze funktionieren soll. So, jetzt hier rüber. Jetzt muss ich aber hier wirklich doch mal auffliegen, komm. Jawohl, das habe ich gepackt. Den nehme ich mal auch noch mit. Manno! Verdammt! Das ist schwieriger als es aussieht, also lacht bloß nicht. So. Jetzt. Mach ich jetzt Äffchen. Jetzt fliege ich hier rüber. Ich glaube, das ist gar wirklich so gedacht. Alle hops. Alle hops. Das war knapp. Das war extrem knapp. Eieieiei. Jawohl. Packt. Huh. Puh, Schwein gehabt. Das ist ganz schön anstrengend im Laufe der Zeit. So, mal wieder auf meine Uhr zurückschalten. Nur gerade mal gucken, ob er wirklich aufnimmt. So, wohin jetzt? Wieder da hoch. Huh. Ah, Feuer frei oder wie? Na komm, na komm. Was soll denn der Mist jetzt? Und tschüss. Ich habe eine Fehlzündung im Schuh. Ah! Hm. Also jetzt haben sie die Sprungpassagen hier in sich. Das muss man sagen. Ich kann es nicht mehr beschönigen. Es ist einfach so wie sich. Ich meine, schwer. Ah, oh, da ist ein Kristall. Ah, ah, ah. Oh, so. Huhuhu. Ja, probieren wir es mal. Oh, ich könnte mich jetzt sogar ranziehen. Haha, hätte gedacht. So. Ich muss sagen, ob das jetzt einfacher ist. Auf jeden Fall etwas einfacher als mein kläglicher Versuch, komplett die Klippe da hoch zu jumpen. Ich
Ich lebe noch. Ich lebe noch. Aufwärts hier wieder, bitte. Danke. Ist es hier anscheinend ein Fleck, wo ich nicht sein sollte ursprünglich? Aha. Kann ich irgendwo festhalten? Nee, kann ich nicht. Verdammte Hacke, wie soll das hier funktionieren? Oder geht das hier irgendwo? Nee, geht nicht. Muss gucken, ob ich mit dem Raketensprung jetzt da drüben hinkomme. Feuer frei! Das hat funktioniert. Das ist schon mal gut. Alle hopp. Und alle hopp. Zeit, wenn ich jetzt wieder nicht so viel rede, aber ich muss mich ja gerade mal so ein bisschen auf die Sprungpassagen konzentrieren. Ich habe nämlich keine Lust, gleich wieder da unten zu landen. Hopp. Eieieiei. Na, mal wieder zurück. Marsch. Komm. Das war jetzt leichter Fail von mir. Komm. 1, 2. Oh oh. Und rauf da. Und zack. Ich gehe jetzt hier kein Risiko mehr ein. Ah, Safe Point. Ja, gut. Hier hat einer was Schönes gespannt. Hallo? Da. 1. Hopp. Hopp. Und jetzt. Landung. Super. So. Wo sind wir denn jetzt? Ich finde das faszinierend hier, diese Architektur. Was ist denn hier? Da steht wieder was. Kann aber kein Schwein lesen. Oh oh. Feuer frei. Okay. Was ist jetzt? Hä? Hä? Müssen wir jetzt wieder runter oder was ist los? Check ich nicht. Aber hier war definitiv ein Speicherpunkt. Ein Speicherpunkt. So. Gucken wir mal. Mhm. Hier hin. Das scheint aber jetzt richtig zu sein. Jump Roll. Oh Gott! Wie soll man das? Welcher normale Mensch soll das denn da erblicken? Was gut ist, es kommen jetzt regelmäßig Speicherpunkte, dass wir hier gut durchkommen. Ich hoffe, wir müssen. Würden jetzt abschmieren, müssten wir mal alles bis eben von vorne machen. Ach, das wäre ja. Eieieiei. Arsch. Oh oh. Oh oh. Haha, der hat mich gerade gerettet. Ist das hier von uns? Nee, das ist nicht von uns, das Zeichen. Oder? Haben wir das da hingezimmert? Nee, im ganzen Leben nicht. Nee, das hat unser... Hat das der Onkel gemacht? Hier waren wir definitiv noch nicht. Das würde ich mal so behaupten, unterschreiben, wie auch immer. Jetzt? Wohin jetzt? Da hoch? Ach, da. Gut. Feuer frei. Merkt ihr was? Das ist jetzt wirklich darauf ausgelegt, dass man diese Raketenstiefel hat. Also, jetzt frage ich mich, wie kam unser Onkel hier klar? Ah, Speicherpunkt. Nee, so nicht. So, Sprung. Aber wir kommen jetzt langsam hinauf. Auf die Spitze dieses ganzen... Okay, ist es hier? War das jetzt ein Fehler? Ja, war es. Da drüben hätten wir aufladen müssen. 1, 2, 3, ganz viele. Jo. Gut. So, und jetzt können wir wieder. 1, 2. Wow. 3. Oh oh. Komm. Jawohl, packen wir.
Sehr gut. Oh. Wahnsinn. Aber ich muss sagen, ich würde gern wieder raus. Mir hat das Außenlevel so gut gefallen. Schissi. Angst. Mir hat das Außenlevel echt sehr gut gefallen. Jetzt müssen wir hier wieder in dieser plumpen Höhle rumgammeln. Okay, auch wenn die Höhle extremst gigantonös mös ist. Aber wir scheinen uns langsam da hinten hin. Ah! Nein! Ach, die Raketenschiffe retten uns hier immer wieder. So, da drüben bin ich gekommen. Ach, komm! Das gibt's doch nicht. So, Raketenstiefel retten den Tag hier. So, jetzt aber lauf! Komm, komm, komm. Hallo? Es sollte wohl nicht so sein, dass die Raketenstiefel das retten. Okay. Eins. Zwei. Und drei. Gerettet! So, und jetzt haben wir es. Jetzt kommen wir endlich weiter. Boah, das hat jetzt echt tierisch genervt. So, einmal. Hui. Sollten wir hier den Schwing nicht mehr schätzen, der jetzt hier gleich aufkommt. Oh, ja, Tarzan. Gut ausnutzen, dass wir auch bloß landen, wo wir landen sollen. Bitte, bitte, bitte. Jawohl. I landed hard and felt the impact vibrate through my body. The suit had protected me, but it was in bad shape. Ja. The rocket boots were worst off. The crash had ruined the functionality completely. Shit. I knew that if I stayed here to fix them, I would probably freeze to death. I had no other choice than to press on. Das sind ja ganz wunderbare Aussichten, die wir hier haben. Ah, gerade so. Ach, komm schon. Ja. Und? Naja. Also, das haben wir es tatsächlich geschafft in unserem jugendlichen Leichtsinn. Wir haben den Anzug zerstört oder teilweise kaputt gemacht, sage ich mal. Aber unser Onkel hat hier echt überall diese Fackeln hingelegt. Ah. Mich wundert eigentlich ein bisschen, wie lang die Dinger brennen. Ich meine, wann ist der hier vorbeigekommen? Ich weiß nicht, weiß einer von euch, wie lang so eine Leuchtfackel normalerweise brennt? Aber man merkt schon, jetzt geht's hier wieder ins Eingemachte. Denn jetzt haben wir keine Raketenstiefel mehr, um uns zu verteidigen. Ah. Puh, Schwein gehabt. So. Und nochmal hoch. Boah. Schwein gehabt. Ich dachte schon, das war's jetzt mal wieder. Dass wir schon wieder runterfallen. Na, komm. Da hat nichts geholfen. Da muss ich doch nochmal hoch. Da komm, lad auf. So. Jetzt aber packen wir das, komm. Das ist so eine ganz einfache Jump-Run-Passage. Oder für mich nur Jump-Passage. Weniger Run, mehr Jump. So. Ach komm, ach komm! Gibt's da nicht. Warte mal, hier ging's doch auch jetzt hoch. Hab schon gerade gesehen. Komme ich aber nicht drauf, komischerweise. Gut. Also ist mein Onkel wahrscheinlich mit Raketenstiefeln da schön hochmarschiert. Und ich könnte jetzt hier oben sehen, wie ich zurechtkomme, indem ich außen rum dackeln. Na super. Komm. So, jetzt diesmal keine Risiken mehr eingehen. Hier wird jetzt jeder Sprung sicher genommen. Sonst sind wir hier noch. Aua. Sind wir hier noch ewig dran, wollte ich gerade sagen. Hopp.
So, den Punkt erreicht. So, jetzt hier hoch, oder?